habe ich den Eindruck, ist sehr, sehr schön. Ein Erfolg für Regensburg, muss ich sagen. Super. Latterkreisliche Mona. Schade eigentlich. Im Schutz der Dunkelheit hauten Tananail immer noch gewaltig auf die Pauke. Diese Herren spielen schon seit rund 20 Jahren auf jedem Regensburger Bürgerfest. Und sie behaupten, die Zeiten ändern sich. Ich finde, vor 20 Jahren war insgesamt das Publikum enthusiastischer. Ja, wir hatten also damals 16, 17 Mädchenslips auf der Bühne, heute nicht einmal ein BH. Schwach. Naja, bei so viel Enttäuschung lassen wir doch den Samstag gut sein. Turn back.